Ich heiße euch herzlich willkommen bei einer kleinen Runde Turbo Dismount. Ja, Turbo Dismount, wer es noch nicht kennt, ein wunderbares, lustiges Spiel. Auf Steam erhältlich, immer wieder bei der Aktion anzutreffen. Und auch sonst nicht ganz sehr teuer. Ja, um was geht's? Ich zeige es euch einfach mal. Wir nehmen jetzt einfach mal den Original Classic. Ja, da sehen wir haben eine Strasse, wir haben Glory to Arstotzka und einen Roller. Und was können wir machen? Wir können jetzt so sagen, Dismount. Er fährt los. Und er fährt. Und er fährt. Und es jagt nicht Luft. Fletsch. So sieht es aus und fast wieder auf dem Roller gelandet. das ist Turbo Dismount. Und ich würde sagen, das zocken wir jetzt einfach ein bisschen. Ich mach da wieder raus. Ich hab das nicht. Gang weg. Reset. Reset drücken. Einfach Reset drücken. Drolli, echt. So, also ganz ehrlich, das Level ist mir ein bisschen zu low-bob-mässig. Da müssen wir natürlich schon etwas besser. Das mit den Chicken, das klingt doch interessant. Ich gegen einen Bus, oder wie sieht es aus da? Ja, etwa in diesem Stil. Wir können da natürlich noch verschiedene Autos wählen, oder Fahrzeuge besser gesagt. Wählen wir, oh, schau jetzt mal, wie wäre es dann mit dem Bus Throne, also der Chefsessel. Ja, einfach mal drauf los, würde ich sagen, oder? Dismount. Oh, wir haben den Bus verpasst. Na, super toll. Wir haben den Bus. Oh, schau, der nächste Kunde schon. Hey, halt da. Das ist nicht so gedacht. Oh, haben wir jetzt da noch etwas verloren? Ach, schau mal, die schöne Embryo-Stellung, die er hat. Oh, ich habe einen New Highscore. Ja, aber das ist jetzt nicht so. Ich glaube, da muss schon noch etwas gröber sein. Schauen wir doch mal schnell. Ich will das anderes Level. Ich will eins, wo. Aiming High. Das klingt doch interessant. Aiming High. Irgendwas passiert. Da ist vielleicht der nicht ganz so. Wie wäre es dann mit der Carly? Und was eben auch noch lustig ist, wir können noch verschiedene Posen, weißt du was, ich spiele es mal schon mit dem Controller. Ich habe es jetzt mit der Maus gespielt von vorhin. Mauszeiger mal schnell weg, dankeschön. So. Okay, mit dem linken Stick kann man näher und weiter. Dann mit dem rechten kann man sich umeinander schauen. Alles tipptopp. So, dann kommen wir mal zu der Pose. Da können wir die Pose ändern. Natürlich, wenn du denkst, dass sie gescheit so dürft fahren, dann machst du das. Ich würde sagen, Full Speed, let's go. Ja. Und wir sehen, wir haben wieder etwas verloren. Und ich kann gar nicht wissen, dass dort aus dem Anus rauswächst. Es sieht jedenfalls ungesund aus. Ja. Irgendwie möchte ich eben versuchen, die Autos zu treffen dort oben. Vielleicht so mit halb Geschwindigkeit, so. Mal schauen, was passiert. Ja. Wow, geil, Matico, Mann! Okay. Schaut euch mal den Stand an. Ist natürlich absolut so geplant gewesen. Absolut. So, der Schneepflug, den haben wir leider verpasst. Okay, ich meine, kann passieren. Wir haben nicht mal gross verpasst, wir sind voll rein sogar. Der Töff haut es weg. Und wir fliegen dem Auto entgegen, schön Patsch auf die Windschutzscheibe. Da kommt noch ein LKW uns entgegen zu fliegen. Dann gehen wir am Boden runter und... Nein, nicht! Hilfe! Flatsch. Und der zweite gerade hinter dir noch.
Ah, das ist Kunst. Kunst, würde ich sagen. Und da hat er auch noch gerade das Freude dran. Und badam! Wunderprächtig, wunderprächtig. Ich würde sagen, Reset. Wie wäre es mit einem anderen Fahrzeug? Machen wir noch den Smooth Cruiser. Haben wir da sonst noch so. Natürlich. Wieso nicht? Machst du nichts Blöders. Full Speed, mal schauen, wie weit das er fliegt. Nein, das ist nicht. Nein, das kann ich nicht so los sein. Vielleicht ein bisschen langsamer. Vielleicht ist das Fahrzeug einfach nicht geeignet für auf die Rampe. Das erinnert mich irgendwie an die Monty Python-Folge. Das ist, glaube ich, Flying Circus gewesen, wo sich der Typ, wo die Idioten Olympiade stattfindet und sich der eine selber überfahren hat. Schaffen wir es jetzt auf der Straße? Nein, natürlich nicht. Nein, so wird das gar nicht. Also wir müssen ein anderes Fahrzeug haben, ich merke das schon. The Wedge. Oh yeah. Wieso auch nicht, gell? Wow, fast auf die Straße geschafft, Wow, das muss ich gerade noch mal probieren. Jetzt sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs, aber das ist nichts leider. Das geht nicht so. Wir müssen ein anderes Fahrzeug haben. Mit der Core ist eigentlich recht. Weißt du, wir haben doch da noch genau den Shuriken. So, mal schauen, was haben wir da. Sonst geht es noch gut oder sonst irgendwelche Beschwerden. Ups, das ist verdammt schnell. Mimi Bats. Flatsch. Da hast du davon. Saublöd gut tun da. Naja, das heisst gar nicht mehr mal mit, aber das probieren wir jetzt nochmal. Wir wollen schließlich auf die Straße gelangen. Und das ist ein bisschen langsam. Nein, das geht gar nicht so. So, bis zum D. Ja, das könnte nicht schlecht sein. Oh, der Schnee fällt schnell gewesen. Ist dort gerade ein Arm geflogen? Dort ist ein Arm geflogen. Das ist die Froststellung. Er macht Yoga. Wir brauchen. Also, wir brauchen. Ich würde gerne einen Namen haben. Wie würdet ihr dem Arm Kaib da am liebsten sagen? Momentan ist es einfach nur der R für mich. Also der R halt. Also R halt. Vielleicht ist die Pose auch nicht gut. Vielleicht ist die eben besser. Weißt du, es gibt mehr Reibungskraft. What the fuck, man? What the fuck? Boah, jetzt. Da, schau, da ist er noch ganz. Da hat er mal das Becken gebrochen. Nein, ist auch schön, oder? Flat! Was? Das ist doch nicht normal, so etwas. Wer programmiert so einen Schwachsinn überhaupt? Ich muss ihm da noch ein Smiley drauf zeichnen. Irgendwie kann man da Gesichter importieren, muss ich herausfinden, wie das funktioniert. Aber das ist, weißt du, so ein richtig fettes Smile. Dem Boden entgegen. Wow, genial. Okay.
Ja, also, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Namen habt für das Teil, für den armen Kaib, der da schon den Kopf schüttelt. Nein, ich will nicht mehr, lass mich raus, ich will nicht mehr, Mami. Einfach in die Kommentare damit und dann wird es so genannt. So, was haben wir da noch? Der Ricky Tick. Wow. Ah, coole Sache, Mann, coole Sache. Wir haben wieder raus. Ja, genau auf die Straße, Platanski! Oh, schade nicht! Oh, Alter, das weh! Oh, und jetzt kommt der Highscore nicht. Ah, nein, schau, kommt ab. Oh, Mann! Ich zeige ihn mal da. Oh, das ist jetzt eigentlich schnell gegangen. Wie ist jetzt der dort vorne rausgeflogen? Ist der einfach dort vorne raus, einfach so. Einfach so, ohne Wenn und Aber. Also, da ist noch alles in Ordnung, da ist noch alles in Ordnung. Oh, der ist da reingeflogen. Und der hat es durch den Wind schon die Scheibe direkt ins Auto. Badamtsk! Und da kommt der nächste. Badamtsk! Und es geht Salat und die Nacht. Wow, genial. Ja. Ah, bevor ich da gänzlich übergehe, meiner sonstigen Verehrtheit schon, würde ich sagen, wir sehen das bei einer nächsten Folge von Turbo Dismount. Und ja, bis dann, ciao zusammen.